So, so. Die drei Ausrufezeichen. Kim Jülich, Franzi Winkler und Marie Grevenbroich. Wir lösen jeden Fall. Detektivinnen? Wie oft habe ich euch schon gesagt, Verbrecherjagd ist Sache der Polizei. Und ich bin der Polizei. Spenden für das Theater. Typisch Mädchen. Immer gleich am Flenn. Den Typ kriegen wir. Das ist für Sie. Und das ist für die Tür. Kleiner Tipp für die Zukunft. Leg dich nicht mit Mädchen an. Wo sind eigentlich Winkler und Jülich? Die sind am Proben. Wir machen doch bei diesem Theaterprojekt mit. Peter Pan ist nicht nur ein Klassiker, für den das Haus einst berühmt war. Er ist auch ein Feuerwerk der Emotionen. Alles, was ihr euch wünscht, kann auf der Bühne wahr werden. Welches Monster ist zu solchen Gräueltaten fähig? Ich will nach Hause. Nein, mach dir keine Sorgen. Das Theaterstück findet auf jeden Fall statt. Wir finden heraus, wer das getan hat. Mädels, ich glaube, wir haben einen neuen Fall. 1, 2, 3, Power! In 90% der Fälle ist es ein Täter aus dem näheren Umfeld. Verena hat das stärkste Motiv. Sie ist eifersüchtig auf meine Rolle. Ich dachte, ich bin Tinkerbell. Für dich finden wir noch was. Ich spiele Captain Hook. Ciao, sagst du. Wir müssen allen Spuren nachgehen. Marvin Kozlowski? Was wollt ihr überhaupt von mir? Nur ein bisschen abhängen. Miley? Klaus Schmidt. Jimmy. Oder vielleicht war es ja auch ein Geist. Ihr lasst euch damit Mächten an, denen kein lebender Mensch gewachsen ist. Kein Wunder, dass alle sagen, im Theater spukt's. Die drei Ausrufezeichen sind unschlagbar! Ich hätte ja auch beinahe mitgemacht, musste aber absagen. Ein Kommissar jagt Verbrecher, keine Fans.